Was geht, YouTuber, und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ich meinen neuen Song Sturm zusammen mit Alex Corner produziert habe. So einen emotional banger type Beat, der aber trotzdem so irgendwie voll nach vorne geht und so ein bisschen dark, synthy. I don't know, ich werde euch alles erklären. Finde ich einen sehr interessanten Beat, einen sehr geilen Song auch. Ist in der Beschreibung verlinkt natürlich. Wenn ihr euch den geben wollt, ich zeige ich den natürlich gleich auch. Aber ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rum. Ich zeige euch natürlich alles, ne? Sample, Drums, Arrangement, Übergang. Ihr kennt das. Ich würde sagen, wir gehen straight into it. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Song findet. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Themen wissen wollt. Also, wenn ihr sagt, yo, bitte mach mal ein Video darüber, wie man Hyperpop-Beats baut oder so, whatever. Schreibt es in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare. Ich gehe auf alles ein. Deswegen freue ich mich da immer sehr drüber. Und wenn ihr Ideen habt, einfach in die Kommentare damit. Ansonsten abonniert den Channel. Würde mich unterstützen. Thema Producing rundum. Ihr kennt das. Und let's go. Lass uns in Apple Studio gehen. Ja, als erstes hören wir mal den Song rein. Wirklich sehr, sehr dope. Ich bin sehr zufrieden mit dem Song. In der Beschreibung verlinkt, gebt euch denn da, würde mich for real sehr unterstützen und sehr freuen. Das sind Stunden in meinem Kopf und ich weiß, ich muss nur noch hier weg. Nur noch hier weg. Mir ist egal, wer du bist, was du machst oder mit wem du hängst. Mit wem du hängst. In letzter Zeit weiß ich nicht mehr genau, was ich tu und ich denk. Und ich denk. Aber Baby, bleib hier, denn ich komm einfach nicht von dir weg. Das ist ein Sturm in meinem Kopf, der mich wochenlang von dir weglenkt. Ich bin vom Kurs abgekommen auf nem Meer, was ich so wie dich nenn. Ey, ich finde wirklich überdope, mega nice. In der Beschreibung verlinkt, okay? Gebt euch den da, packt den in eure Playlist. Wird mich mega, mega supporten. Aber jetzt gehen wir auf den Beat ein, let's go. Und zwar habe ich das ganze Ding angefangen mit einfach den Akkorden. Das sind die Akkorde mit einem simplen Pad. Wir haben hier einen E-Moll, einen B-Moll, einen G-Dur und einen D-Dur. Das sind die Akkorde und nur das Pad klingt so. Sir, unter das Pad kommt dann nochmal ein Akkordlayer von Track God, beziehungsweise sind nicht ganz die Akkorde. Wir sehen, die Topline ist gleich geblieben. Wir haben das nicht so gemacht, das war eigentlich von der Melodieführung, oder beziehungsweise nicht Melodieführung. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber im klassischen Sinne hätte man es eigentlich so machen müssen. Ich habe mich aber dafür entschieden, das so zu machen, damit wir hier diese Topline, die wir bei den Pad-Akkorden auch haben, beibehalten. Klingt dann einfach besser. Wir haben hier aber basically nur die Grundtöne mit der, hier, das sind die Grundtöne und hier das G. Die Grundtöne mit der Quinte dazu und dann oben nochmal die Oktave mit dem Layer und dem Pad. Klingt das Ganze dann so. Jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich auch wieder in TrackGod benutze. TrackGod, sehr cool. Plugin-Review zu TrackGod. Interessiert euch das? Ich glaube, das ist eigentlich ein cooles Thema, weil dafür kriegt man auch mega viel Werbung immer. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst dem Video ein Like da, schreibt es in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und dieser Sound gibt im Prinzip den Beat komplett den Drive. Ihr seht, das ist echt nichts Besonderes. Wir haben einfach hier dreimal immer in Viertelnoten die Oktaven hoch und runter gespielt. Das heißt, tiefes E, hohes E. Sieht man ja hier im Pattern. Dann die Rooten uns einfach gefolgt, das B, das G und beim D haben wir dann nicht die Oktave, das würde dann ja so aussehen, sondern einfach die Terz, weil ich fand das einfach von der Melodieführung, dass das hier so runter geht, irgendwie cooler. Deswegen habe ich das hier so gelöst und nicht mit der Oktave. Und mit dem Sound on top klingt das Ganze dann so, wir merken, der Drive geht direkt, also der Beat geht viel mehr nach vorne. Sir, darüber haben wir dann noch einen Trackout Layer, habe ich in diesem Beat sehr viel benutzt, finde ich generell auch ein cooles Plugin, deswegen, wenn ihr Bock auf das Video habt, sagt Bescheid. Einfach nochmal einen kleinen, eine Art Melodie Layer, ich glaube so eine Art Lied ist das Ganze, klingt so. Füllt den Beat einfach nochmal ein bisschen auf, mehr macht es eigentlich nicht. In der Pre-Hook kommt dann ein Bass dazu, einfach der Growler Bass in Omnisphere. Hier, dieses Preset habe ich euch schon 10.000 Mal gezeigt, könnt euch aber gerne nochmal zeigen, weil es einfach wirklich ein guter Bass, da haben wir ihn. Oh, es ist gar nicht der Growler Bass.
Damn, ich glaube scheiße. Es ist der Oscar Bass One, aber auch ein sehr cooles Bass-Preset. Klingt ähnlich wie der Growler Bass, aber dann ein bisschen anders, obviously. Wir spielen einfach die Root Notes, nothing special. Und wir haben hier eine Clap, immer auf der 3. Die wird untermalt von einer Synth Snare, habe ich das jetzt hier genannt. Das ist im Prinzip einfach nur ein Plug-Sound, der so klingt. Und der immer auf der Snare gelayert ist und halt den Root Notes folgt. Also wir sehen hier E, B, G, D, halt einfach die Root Notes von den Chords. Und dann haben wir noch einen Arcade Drum Loop drunter, sowie diese Riser, und dann klingt das ganze Ding so. Yes sir, kommen wir zum Drop, da kommt die Hi-Hat rein, ist einfach ein Two-Step-Pattern mit ein bisschen Velocity, wir sehen das hier, relativ starker Velocity sogar, das dürften 4 oder so sein, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sogar. Einfach Option bzw. Steuerung und das Mausrad gedrückt, also Option oder Steuerung gedrückt halten und mit dem Mausrad runterscrollen, dann könnt ihr das so einstellen. Vor der Snare haben wir jeweils hier einen kurzen Triplet Roll und wir sehen hier einige Bs, die runtergepitcht sind, also einfach einen Halbton runter, immer auf der 1 und der 4 und das zieht sich dann durch. Das gibt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Bounce, ähnlich wie die Reversed Hi-Hats auf der 1 und der 4 und. So klingt das ganze Hi-Hat-Pattern dann so. Treibt den Beat auf jeden Fall gut an. Dazu kommen dann noch die Counter-Snares, die im Prinzip immer dieses Pattern spielen, was sich dann hier nur leicht abwandelt, statt so zu so. Also wir sehen hier dieses Pattern im Prinzip, was sich dann kopiert. Immer die ziehen sich durch auf der 4 und der 1 und. Und dann haben wir hier einmal auf der 1 und hier einmal auf der 4 und. Diese 4 und leitet dann wieder in die 1 ein. Gibt dem Ganzen auch nochmal Bounce, klingt so. Da noch eine Reverse Hi-Hat, einfach immer auf die 3 abgeschnitten, dass sie quasi so in die 3 reinleitet. Genau, und zu guter Letzt haben wir eine Kick, die spielt dieses Pattern. Und was sich durch den Beat durchzieht, ist dieses 1 und die 4 und die 2 hier, 1, 4 und die 2. Und in dem zweiten Durchlauf haben wir dann jeweils auf der 2 und am Anfang und der 3 und am Ende nochmal eine Kick. Und dieses Pattern zieht sich zweimal durch. Kommen wir zur Open Hat, die noch als Steigerungselement in der Hook dazukommt. 2 und 4 einfach, um es halt zu steigern. Yes, Sir, das ist die Open Hat und dann kommen wir zum Part. Im Part haben wir einen simplen Cut, die Kick und der Bass gehen raus für 2 Takte. Die Hi-Hat kommt erst auf der Clap rein, geht dann aus der Clap wieder raus, um den Flow von Alex an dieser Stelle zu betonen. Ich mach das mal einfach hiermit an. Meine Batterien sind leer, lauf nur noch auf Reserve, seitdem du nicht mehr verkehrst. Klingt dope. Ähnlich, eine ähnliche Betonung haben wir hier. Was hier im Prinzip jetzt eigentlich nur noch rauskommt, sind diese beiden Lead-Sounds und der Trackout-Sound, der die Oktaven immer spielt, geht eine Oktave runter. Ansonsten bleibt eigentlich alles ziemlich gleich. Wir haben hier einen Cut auf der Clap, also die Kick geht raus, genauso wie die Hi-Hat. Dann kommt die Hi-Hat kurz auf der 1 wieder rein, um ein bisschen die Kick mitzubetonen. Und auf der 3 wieder rein komplett, um einfach auch wieder hier Alex Flow zu betonen. Die Stelle zeige ich euch hier im Gesamtsong, weil da ist eine Adlib mehr drin, die hier noch nicht drin ist. Die Stelle klingt dann so. Tausend neue Runden, ich will, dass sie sich verpisst. Augen wieder leer, wieder auf Brummes. Mama schaut mich an und sagt, ich sehe so wieder tot. Was wir hier auch schon hören, ist, dass diese Oktave, beziehungsweise diese Oktavenabwechslung hier wieder eine Oktave höher geht, um halt den Part weiter zu steigern. Genauso wie eine Kick, die ich hier hinten hinzugefügt habe, weil ich einfach fand, dass sie den Flow an der Stelle betont hat. Irgendwie fand ich geil. Die
hier ist natürlich auch nochmal extra gekommen. Ich fand es einfach cool, dass die Kick da am Ende nochmal durchgehend ist. Das baut nochmal extrem viel Tension auf, um dann in die Bridge zu kommen, wo auf einmal eine 808 reinkommt. Die 808 spielt nur in der Bridge, aber das fand ich irgendwie geil. Es gibt nochmal so einen richtig schönen in die Fresse Breakdown an der Stelle. Die spielt dieses Pattern 1, 2, dann 1, 2 und 4. 1, 2, 1, 2 und 4 ist das Pattern. Ansonsten haben wir Synth Snare Clap und die gleichen Sounds, die vorher schon im Part drin waren. And I mean it. Das ist ein ziemlich böses Spiel, genauso mean wie meine Miene. Schau mich an und sag, dass du nicht mehr verliebt bist. Sie schaut mich an und sagt, ja, ja, ja. Das sind Stunden in meinem Kopf und ich weiß, ich muss nur noch hier weg. Wir hören, danach kommt wieder die Bridge. Der einzige Unterschied ist, dass hier die Hi-Hat noch zusätzlich drin ist, die hier gefehlt hat. Und die Reverse-Hi-Hat, um das Ganze ein bisschen aufzubauen. Und wir gehen wieder in die Hook, die genauso ist wie die erste. Kann ich nochmal abspielen. In letzter Zeit weiß ich nicht mehr genau, was ich tue und ich denk. Aber Baby, bleib hier. Genau, sehen wir es genau gleich. Und hier haben wir dann noch einen kleinen Cut. Hi-Hat wird auf der Clap abgeschnitten und die Kick und die, der Synth-Bass kommen, gehen zwei Takte raus und kommen dann wieder rein. Steigert einfach die letzte Hook nochmal, gibt extrem Tension, hört sich die Stelle an, die kommt über fett. Ja, 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 da ist ein Sturm in meinem Kopf, der mich wochenlang von dir weglenkt. Ich bin vom Kurs abgekommen auf ne Meer, was ich so wie dich nenn. Ey, überfresh, wie ich finde. Dann kommen wir zum Outro. Das Outro ist auch nichts Besonderes. Im Prinzip auf der zweiten Clap kommen alle Drum-Sounds wieder rein. Normalerweise sind die so alle abgeschnitten bis zur zweiten Clap. Und der Bass und die Kick kommen dann auf die 1 wieder rein. Gibt einfach nochmal so eine kleine Pause, bis dann der Beat komplett wieder kommt und im Prinzip einfach die Hook ist. Also das ist genau das gleiche wie die Hook, nur dass halt der Cut am Anfang ist und dann hier mit dem Master-Volume ausfadet. Genau, der fadet dann aus, bis es bei Null ist und der Song zu Ende ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr den Song findet und checkt ihn aus auf Spotify, Apple Music, überall und now packt ihn in eure Playlists. Würde mich mega unterstützen. Abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns bei einem neuen Video am Mittwoch. Bis dahin, haut rein. Ciao.